Einen schönen guten Tag. Ich wollte mich gerne hier anmelden. Hallo? Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung! Geht doch. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute spiele ich mal Hogwarts Legacy an. Ich habe sehr wenig Ahnung, deswegen weiß ich überhaupt noch nicht so genau, ob das geeignet ist für meinen Kanal. Ich werde in diesem Video auch mein Gesicht ausblenden, also da gibt es heute mal keine Facecam, weil ich glaube, dass das sehr geschichtslastig ist und da möchte ich nicht so viel schneiden und ich möchte da auch nicht im Weg sein. Deswegen habe ich mir gedacht, heute machen wir mal die Kamera aus. Ich weiß auch noch nicht genau, ob es jetzt sofort losgeht, aber wir werden es erfahren. Ich mache jetzt die Kamera aus und ich drücke mal los und ich blende dann ein, wenn es tatsächlich losgeht. Oh, da geht es tatsächlich schon los. Wir haben einen Brief bekommen oder ein Flugblatt oder sowas. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor, wer ist das? Eleazar Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Matilda Weasley. Oh, stellvertretende Schulleiterin. Das ist ja nicht schlecht. Also wir sind angenommen an der Hogwarts-Schule. Ich bin gespannt. Oha! Ich kann meinen Charakter auswählen. Ah, ich liebe das. Okay. Ist das jetzt hier sowas Vorausgewähltes? Und dann... Ah, cool, okay. Also ich habe erstmal so ein paar Sets, wo ich was nehmen kann. Ja, ich nehme auf jeden Fall ein Mädel, glaube ich. Nur die Frage, welches? Was haben wir denn da? Boah, krass, es gibt voll viele Jungs, habe ich das Gefühl, oder? Nee, das ist auch ein Mädchen hier. Wen nehmen wir denn? Ich fand die erste ja schon direkt nicht schlecht. Erinnert mich ja so ein bisschen an die ganzen Rotschöpfe. Haben wir gar kein blondes Mädel? Ich weiß nicht. Oder vielleicht kann ich das ja auch noch so ein bisschen, ja, so hindrapieren. Ansonsten würde ich sie vielleicht sogar nehmen. Ich guck mal kurz, was man da noch so einstellen kann. Gesichtsform. Ah, okay. Okay, es gibt verschiedene Formen, aber man kann nicht selber am Regler, glaube ich, rumdrehen. Tja... Vielleicht sollte ich erstmal gucken, ob es eine Haarfarbe gibt. Wenn man eine Haarfarbe irgendwie schon mal ändern kann. Da, Haarfarbe. Hä? Tut sich da was? Nein, das ist die Frisur. Ach doch! Okay, jetzt habe ich einfach nur knallrote Haare. Ach so, jetzt checke ich das. Das sind unterschiedliche... Oha! Rosa. Okay, rosa ist auch nicht schlecht. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht, vielleicht einfach rosa nehmen sollte. Bleibt denn die Haarfarbe, wenn ich das jetzt wechsle? Ich glaube, ich nehme diese Farbe. Ich finde das ja mit den Sommersprossen auch ganz süß. Ich habe zwar keine Sommersprossen, aber irgendwie finde ich, sieht das ganz nett aus. So lockige Haare. Ich probiere mal ein bisschen rum und dann sage ich euch, wofür ich mich entschieden habe. Ich glaube, ich nehme so ganz lässige, offene Haare. Die sehen so ein bisschen wild aus. Ich finde auch tatsächlich das Gesicht, was wir jetzt hier haben, finde ich gar nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich so dieses Standardgesicht. Das erste, was man dann vielleicht auch häufig dann nimmt. Ich weiß nicht. Irgendwie fand ich das erste schon wieder ganz gut. Oder wir nehmen so ein bisschen was Erwachseneres. Das sieht auch ein bisschen erwachsener aus. Die sind alle hübsch, keine Ahnung. Ich finde immer, je länger man drauf guckt, desto besser sind die. Oder ich nehme einfach so dieses erste. Nee, komm, das ist zu langweilig, ne? Ich frage mich, ob die Haarfarbe bleibt, wenn ich jetzt... Mann! Natürlich nicht! Das ist natürlich auch cool. Okay, es gibt doch einige coole Sachen, wie man sich das da auswählen kann. Die sieht auch wieder ein bisschen erwachsener aus, ne? Augenfarbe und sowas kann man sich wahrscheinlich später auch noch aussuchen, ja. Ich glaube, ich nehme das. Wait, da gab es noch eine Brille. Nee, ich möchte keine Brille. Die Haare sind auch cool, aber irgendwie, wo waren denn die? Ich nehme die da. Jetzt haben wir noch irgendwas, so Muttermale und so. Wir haben da so ein Muttermal auf der, überhaupt der Lippe. Am Auge, auf der Stirn, am Mund. Die sind auch okay. Oder wir nehmen einfach nur so ein paar Sommersprossen. Oha, was ist das denn hier? Nein, oh mein Gott, wir haben richtig krasse Wunden. Also, Narben. Na, noch ist nichts passiert, noch sind wir narbenlos. Gesichtsfarbe. Boah,
Oh mein Gott, wir haben voll die Augen. Also, wow, wir haben Augen. Welch Wunder. Ja, hier so ein bisschen gerötete Wangen. Das ist okay. Das ist sehr bleich. Ich nehme mal das da. Und jetzt noch die Augenfarbe. Brauche eigentlich was Grünes. Oha. Oh, das ist auch voll schick. Alter Schwede, was sind denn das für krasse Augen? Ja, die grünen. Oha, die waren auch schön. Das sind gleich so mehrfarbige. So ein bisschen braun in der Mitte und grün außen. Boah, Alter, was sind das für schöne Augen? Ich will die alle haben. Kann ich das später nochmal umentscheiden? Nee, ne? Ich meine, man kann nicht so viel selber entscheiden, finde ich. Jetzt, dass man das Gesicht so ein bisschen anfasst, so wie bei den Sims und das verändert. Aber so vom Prinzip her sehen die halt auch schon sehr, sehr nice aus. Ich glaube, ich nehme die zweifarbigen Augenbrauenfarbe. Die sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Oder wie nimmst du ein bisschen... oder auch nicht. Hä? Ändert sich doch kaum was. Die Nuancen sind sehr, sehr gering. Ich lasse diese. Ja, und jetzt können wir noch gucken, ob wir ein wenig böse aussehen wollen. Sieht ja gar nicht böse aus. Ja, das sieht ein bisschen durchsetzungskräftiger aus. Sowas mag ich irgendwie auch. Es ist zwar so ein bisschen böse, aber auch so... Ja, so sie weiß irgendwie, was sie will, hat man das Gefühl. Das ist mehr so fragend. So ein bisschen traurig. Ich glaube, ich nehme sogar die. Oder eine Monobraue. Tü-tüm. Nein, das da. Also irgendwie finde ich, wenn man das so rauszoomt, dann sieht es ja doch nochmal anders aus, ne? Jetzt sieht es doch wieder so ein bisschen... Naja, doch, ich finde, es ist okay. Wir lassen das mal. Ton. Stimme 2. Das war gar nicht schlecht. Wunderbar. Auch so. Ich glaube... Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Stimmhöhe. Von mir aus kann's losgehen. Oh, das Gott. War gar nicht schlecht. Nee. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht... Es war wunderbar. Ich glaube, okay, mir wird dieser... Von mir aus kann's losgehen. Na, wir nehmen die mittlere. Schwierigkeitsstufe, ja. Oh, Geschichte. Mit minimaler... Ja, nee, ne? Wir machen mal normal. Gib deinem Charakter einen Namen. Vorname und Nachname. Na, Zanzara muss schon sein, ne? Zanzara, aber Nachname? Vielleicht nennen wir uns einfach Phönix oder so. Ein magisches Tier und hört sich schön an. Schlafsaal, Hexe oder Zauberer? Ja, Hexe, ne? Okay, los geht's. Dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schul... Eliasar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Cool, wir haben auch eine Eule dabei. Noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung?
Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Oh. Wir haben Fähigkeiten. Dein Merlins Bart. Wie haben sie... Halt! Wir wissen nicht was. Oh oh. Festhalten! Okay. Ich glaube, mein Mentor ist doch da. Na, Gott sei Dank. Verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Ich kann was tun. Das war schon richtig krass. Ich trinke den mal, oder? Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Oh nein. Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Okay, wir sind in irgendeiner Höhle gelandet, warum auch immer. Oh, oh. Okay, das ist krass. Wie weit hat uns der Portschlüssel geführt? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen, glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich.
So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Der Weg nach Hogwarts. Schön aufpassen. Okay, ich soll ihm folgen. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Macht ist immer gefährlich. Ist das in falschen Händen? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Okay, also ich merke, ich habe hier irgendwelche komischen Bugs, so Grafikbugs. Da muss ich vielleicht nochmal gucken bei der nächsten Folge. Okay, wir versuchen erstmal zu zaubern. Tippo auf einen Basiszauber. Oh, ich habe automatisch einen ausgewählt. Hui. Ausgezeichnet. Ah ja, jetzt wird ein bisschen erklärt, wie ich hier Ziele anvisiere. Wahrscheinlich muss ich einfach nur in die Richtung gucken. Oh Gott. Ah, das ist nicht das schön mit diesem komischen als erwartet. Geblitzel. Ah, ich guck mal. Da. Aha. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Okay, cool. Vielleicht ist da ja irgendwas drin. Ich glaube, ich muss irgendwas finden. Weiter geht's. Da ist noch einer. Da muss doch irgendwas drin sein. Nein, da oben ist was. Da oben. Hä? Ach so, da hinten. Ja, na gut, dann halt hier. Oh, wir können aber auch klettern. Nicht mehr weit. Leichter Fang. Ah, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Oh, ist das windig. Hilfe, wir fliegen gleich weg. Wow. Bleiben Sie ruhig. Ich bin ruhig. Ich ist ganz gechillt. Fette Reparatur. Zack. Der ist umgefallen. Schnell rüber, wir fliegen sonst hier gleich runter. Was geschafft? Ja, wir sind gleich da. Ich habe so die Befürchtung, ich muss gleich gegen irgendwas kämpfen. Oh, was habe ich denn da umgekickt? Oh mein Gott, ich kann richtig weit schießen. Was ist das? Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Ja, was gehört denn nicht hierher? Das da? Nee, das ist eine Fackel. Ah, jetzt habe ich eine Minikarte. Kennt man ja, ne? Er steht hier schon so. Da kann ich was untersuchen.
Warum auch immer das jetzt auffällig aussieht. Eigentlich sieht es nicht so auffällig aus. Professor, es ist so eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. War es das doch noch nicht? Das Ziel ist 30 Meter entfernt oder so, ne? Können wir da hoch? Darauf schießen kann ich ja nicht. Vielleicht war es das noch nicht. Kann man hier außen gehen vielleicht? Da ist noch was. Hier ist so eine Statue. Die hält irgendwie die Weltkugel oder sowas in der Hand. Professor, die Statue! Vielleicht war dies sein Zuhause. Scheint es auch nicht gewesen zu sein. Da hinten ist es. Oh ja, hier hinten rum. Ich weiß nicht genau, ob ich das ans Umhauen muss, aber es bietet sich so an. Ich mach das mal. Hoffentlich kommt der Professor mit. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Dieser Stein, den nur ich sehen kann und irgendwie sonst niemand. Oh Gott, er ruft mich. Was ist das? Professor Fig! Oh, ein Portal? Nein, ein Spiegel. Ich sehe mich. Er kommt. Oh, oh. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Oh nein, ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten. Wie auf dem Portschlüsselbehälter. Okay, er sieht nichts. Kann ich das irgendwie zerschlagen? Okay, warte mal. Vielleicht muss ich näher rangehen. Untersuchen. Sieht er nicht sein Spiegelbild? Sieht er den Raum nicht? Oder er sieht nur einen Stein wahrscheinlich. Was in Merlins Namen? Oh. Bei Godrics Herz. Was? Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hä? Da grunzt was. Hilfe! Ach so, ich soll den Kobold aufwecken. Der schläft. Ah, okay, alles gut. Entwarnung, Leute. Nichts los. Kann ich was kaputt hauen? Wir sind in einer Bank, oder? Vielleicht sollte ich lieber nichts kaputt hauen. Einen schönen guten Tag. Ich wollte mich gerne hier anmelden. Hallo? Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung! Geht doch. Unmöglich. Gott, diese Augen. Hallo. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Die sah aber mal anders aus. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel ihrer Frau. Ach, der. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen. Wenn Sie sie behalten möchten. Oh Gott, finde nur ich das unheimlich? Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Aber so ein bisschen die Achterbahn fahren, ne? Oh Gott. Ah! Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Oh. Oh Gott.
Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Oh, das ist so krass gemacht. Das ist echt wie so ein Film. Verlies Nummer 12. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Boah, der ist aber mies drauf, oder? Der hat keinen guten Tag. Oh, oh. Finde ich auch nicht toll. Kennen wir uns? Was ist an dem komisch? Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Gedauert hat, das zu bauen. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Da ist was. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich glaube, ich sollte vielleicht noch mal gucken, was das da ist, oder? Irgendwas ist da. Eine Truhe. Oh, warum steht da einfach eine Truhe draußen rum? Ich guck mal kurz rein. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe sie einfach nur aufgemacht. Ich möchte bitte auch... Oh, Entschuldigung. Mir ist da ein Zauber entfleucht. Das... Ich habe hier eine Truhe aufgemacht, aber da war nichts drin. Ist einfach nur so eine Dekotruhe vielleicht. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Na gut, dann... Ich gehe mal hinterher. Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Nein! Halt! Nein! Nein! Wie sind wir denn jetzt da reingeraten? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Oh. Oh. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Oha. Hä? Was? Oh, oh, huch. Okay, das war anders, als ich erwartet hatte. Okay. Ich spiele nicht mit Maus. Andersrum, ich spiele mit Maus. Ich spiele nicht mit Controller. Ach so, ich hätte... Jetzt weiß ich, ich hätte Leertaste drücken müssen. Nochmal. Jetzt habe ich den Zauber freigeschaltet, oder wie? Jetzt weiß ich einmal, wie man ihn so quasi wirken muss, wahrscheinlich. Revelio. Okay. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Na gut. Kann ich noch näher rangehen? Eine Tür? Da, das Zeichen. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter.
Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Na, großartig. Ich soll vorgehen? Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Lumos! Oh Gott, dunkel. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Mhm. Genau. Da steht was. Aber den Zweck kenne ich nicht. Bleiben Sie hier. Nicht weggehen. Kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Oh. Ja. Kann ich nicht auch irgendwie so ein bisschen zaubern? Also so Licht oder so. Lumos ist doch nicht so schwer. Das ist doch das Erste, was man lernt. Hallo, ich möchte bitte meinen Zauberstab rausholen. Was passiert, wenn ich ihm nicht folge? Ich will's nicht wissen. Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Das dampft und leuchtet. Also da. Nicht weggehen, bitte. Ich muss mal ganz kurz. Was ist passiert? Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, schon? Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Sieht er nicht. Er sieht sie nicht. Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Aha. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Kann ich das Spiegelbild irgendwie angreifen? Sie könnten Revelio wirken. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Ja. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Ach, jetzt lernen wir Lumos. Okay, ich verstehe. Ich muss erstmal die Zaubersprüche lernen. Oh, schnell! Das war knapp. Super, jetzt kann ich noch einen weiteren Zauberspruch. Ich muss immer. Jetzt habe ich da auch so eine Reihe. Oh, okay, also hier unten. Oh, kann ich auch gerade nicht zeigen. R ist also immer, falls ich irgendwas mal entdecken will. Die Nummer 1 ist dann Lumos. Und dann gibt es wahrscheinlich noch da andere. Lumos. Versuchen wir es mal. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Ja, er hat seinen Zauberstab ausgemacht. Dann drehen wir ihn mal so hin, dass er richtig steht. Okay, und jetzt macht er wahrscheinlich ein Loch unten in den Boden, oder? Ins Eis. Oh, okay. Er holt auch kein Loch. Okay, er holt noch andere. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Nein, ich glaube, ich muss kämpfen. Da hilft mir, muss nicht. Oh, weia. Rotero. Accio. Descendo. Levioso. Das kann ich nicht. Was muss ich tun? Impulso. Hilfe! Expulso! Kuh! Levioso! Der muss mich angreifen, oder was? Okay. Muss sein. Jetzt habe ich einen abgewehrt. Greif mich an! Tu es! Expulso! Vielleicht muss ich mich einfach dazwischen stellen. Ja, ich habe was gezaubert. Ich habe super gezaubert. Kommen Sie! Ich bin doch da! Das Ding da. Guck mal, was ist das? Protego. Sicherheitshalber. Professor? Professor ja. Fig? Ja, eins. Was ist denn du? Ich speichere mal. Ich glaube, ich habe aus Versehen irgendwas gedrückt. Professor, wo sind Sie? Lu, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hallo. Wohin soll ich nur gehen? Guck mal. Ich habe Lichtstrahlen. Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ja, das genau.
Ich folge denen einfach mal. Da ist was da. Oh nein, schon wieder das komische Zeichen. Ich weiß nicht, bisher hat es nur Pech gebracht. Das Leuchten wieder. Super. Professor. Oh, schon wieder so ein Vieh. Oh no, sogar zwei. Das ist Lumos. Jetzt ungünstig. Ich muss erstmal wahrscheinlich wieder Revelio, genau. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Nein, I hate this. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir machen die nacheinander. So, und jetzt muss ich zaubern. Weg mit dem Lumos. Einzeln? Oder lieber... Okay. Ah! Jetzt der. Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Aus Versehen habe ich mich... aus Versehen was gedrückt. Muss ich das nacheinander machen? Hallo? 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 Nein, hier hin. Hä? Vielleicht muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Gleichzeitig? Ach so. Das heißt, ich muss hier die Mitte finden. Da. Wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg hier herauskämpfen müssen. Ja, okay. Dann. Oh ja, ich habe vergessen, dass ich ja mich schützen muss. Bist du vor? Oh mein Gott, ich habe einen. Ich habe den anderen einfach nebenbei aus Versehen schon gemacht. Ups. Ich glaube, ich bin nicht mehr so ganz heile. Halte Q während Protego gedrückt, um die Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen einen extra Schaden. Ja, aber jetzt sind sie ja schon tot. Was soll ich denn jetzt machen? Oh Gott, Entschuldigung. Au, hat er mich gehauen? Ich sehe nichts. Hilfe! Weg! Oh, weg, 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 weg! Hilfe! Au! Der kam von hinten, das war unfair. Ich kann ihn nicht heilen. Heilen. Sag mal. Oh. Nochmal heilen. Hallo, wie soll ich mich denn so heilen? Jetzt ist er. Mann! Ich sehe mich gar nicht. Jetzt ist er da unten, jetzt kann ich ihn. Oh Gott, ich muss mich gleichzeitig schützen. Jetzt. Oh Gott, wo kommt der denn schon wieder her? Oh Gott, das ist voll hart. Ich weiß nicht, von wo die überall kommen. Da ist irgendwas unten im Boden. Nein. Oh, aua, aua. Ich glaube, ich bin gleich tot. Hab ich jemanden? Aua. Oh, oh. Toll, ich bin in der Einführung gestorben, oder was? Deine Reise ist beendet. Nein! What? Okay, Leute, nochmal. Ich mache nochmal bis eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Geschafft? Ich glaube, ich habe es geschafft. Okay, das war ein bisschen heftig. Kann ich mich kurz heilen? Oh, ich heile mich, glaube ich, von alleine gerade. Lumos. Wir brauchen erstmal Licht. Puh. Okay, also man muss immer darauf achten, wenn man angestürmt wird, hört man dieses eine Geräusch und dann schnell sich schützen und dann sofort einen Gegenzauber machen. Wo ist das Licht? Hier. Mann, das Licht bringt mich nur zu schlechten Orten. Ich kann sogar schnell laufen. Hier. Ich komme, Professor. Was ist das da hinten? Kann ich das auch angucken? Irgendwie nicht so. So, dann eben hier wieder rein. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwelche Dinge ab. Oder es kommt ein Tor.
wieder so ein Spiegel. Der ruft mich. Warum kann ich das hören? Lumos. Ich will das nicht hören. Das ist ein bisschen wie Slytherin. Später mit der Schlangen. Oh, ich bin einfach durchgetaucht. Kann ich wieder zurück? Ich könnte auch wieder zurückgehen. Hä? Ich bin in irgendeinem mysteriösen Raum. Kann ich hier was sehen in der Schale? Ist das eine Erinnerung da oben? Könnte sein, oder? Dass ich mir eine Erinnerung angucken kann. Oder nicht so nah. Ach doch, da ist er ja. Oh. Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo war er? Wo sind wir hier? Wo waren sie? Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Hab ich doch gewusst. Mal sehen. Wessen Erinnerung ist das? Wie soll das sein? Und vor allem, was hat er da gemacht? Hä? Und wer sind die? Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Cool. Wir haben alles getan. Oh. Oh Gott, ich hoffe nur, dass der Professor nicht enttäuscht. Also, das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie scheint mir sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Und der ist böse. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Oh, der überlebt nicht lang, glaube ich. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. No! Oh, no! Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Nö.
ich bin noch nicht so weit in meiner Zauberkraft. Oh. Das ist hoffentlich ein Schutzzauber. Oh, oder auch nicht. Oder doch? Ein Titan! Hilfe! Lauf! Nein, Professor! Hallo! Willkommen! Oh Gott! Ja. Oh, das war knapp. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Was? Jetzt denkt er an eine Einführungsfeier? Hallo, ich bin fast gestorben. Er auch? Okay. Wow! Oh, ist das schön. Boah. Ja, da würde ich gerne mal hin. Wobei, wenn man dann so schnell stirbt, vielleicht auch eher nicht. Ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Einführung gewesen. Und jetzt kommt der eigentliche Teil. Das war ja gerade nur die Vorgeschichte, würde ich mal schätzen. Und nu? Ja, jetzt sehen wir hier Hogwarts. Wie auch immer wieder so schnell hingekommen sind. Nicht mit dem Zug, oder? Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Ah. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Es könnte aber auch sein, dass er tatsächlich irgendwie was Böses im Schilde führt, oder? Ich bin gebrandmarkt. Von Harry Potter. Wer ist das denn? Den kennen wir auch nicht normalerweise, oder? Phineas Nigellus Black. Oh. Oh. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Ach, das spielt vor Harry Potter, ne? Fick. Schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint. Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Nein, ich zeuge. Das war wirklich Wenn so. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Was habe ich denn für einen Gang? Wow. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Oh.
Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Mhm. Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Mhm. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Ich will erkunden! Ich freue mich schon darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Ja, ich würde sagen, vielleicht Neugier. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel. Und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Oh? Ravenclaw. Bekannt für Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Okay. Ach, ich darf sogar ein anderes wählen. Ich nehme einfach mal Ravenclaw. Ich habe zwar nur zwei Fragen beantwortet, aber na gut. Du gehörst nach Ravenclaw. Yay. Ah. Leck. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Nein. Ruhe. Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Aufstehen. Wir wurden herausgeworfen. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Aha. Das heißt, wir haben uns für ein Rätsel entschieden. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder Poltergeist? Ein Nicht-Lebewesen kann nicht gelebt haben. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ich würde gerne wissen, ob die Geschichten sich dann auch verändern, je nachdem, in welchem Haus man ist. Muss ja ein bisschen anders sein, oder? Die sehen bestimmt auch anders aus, die Häuser. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Okay, jetzt habe ich gerade mal die Chance zu unterbrechen, weil ich wollte ja die erste Folge gar nicht so lang gestalten.
Ich bin doch überrascht, wie viel filmlastig das hier ist und dass ich da wirklich so, ja, bisher noch nicht so viel selber entscheiden konnte oder selber machen konnte. Aber vielleicht ändert sich das ja auch noch. Müssen wir mal gucken. Es sind hier sicherlich noch einige Rätsel zu lösen und auch viele Kämpfe zu bestreiten. Für den Abschluss mache ich auch mal wieder meine Kamera an. Hallo, ich bin immer noch da. Ja, ich konnte tatsächlich, ich wollte auch nicht so viel dazwischen quatschen, ne? Das ist ja auch ein bisschen störend, gerade wenn man in so einer Storyline gefangen ist. Was heißt gefangen? Wir sind ja nicht gefangen. Ja, doch, wir sind schon gefangen gewesen, ja? Es war schon sehr aufregend, muss ich sagen. Ich hoffe, dass sich das überhaupt so hochladen lässt auf YouTube und dass man da nicht irgendwelche Strikes bekommt, weil die Musik halt dabei ist und die Musik ist halt wirklich sehr schön und die würde ich eigentlich ungern rausschneiden. Und ich bin jetzt sehr davon abhängig, was ihr sagt. Soll ich das weiterspielen oder ist das eher nicht so euer Ding? Weil ich persönlich spiele es auf jeden Fall weiter. Ich werde mich jetzt aber zügeln, weil ich habe gerade eigentlich Urlaub und habe das Video zwischengeschoben und werde jetzt erstmal im Urlaub wahrscheinlich nicht weiterspielen, sondern erstmal gucken, wie ihr das findet. Schneide es jetzt irgendwie schnell kurz zusammen, weil ich werde da sowieso nicht viel dran schneiden, weil ja sehr viel passiert in dieser Story. Und dann kommt das hoffentlich jetzt schon am Sonntag, das Video. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Super gerne Kommentare unten in den Kommentarbereich. Gebt mir Anregungen. Ja, nein, ist euch das zu düster oder soll ich es weitermachen? Däumchen, falls es gefallen hat und so. Abonnieren, bla bla. Ihr kennt die ganzen Sachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.